heute gibt es von mir einen Drogerie-Haul. Und zwar sind es Sachen von DM, aber auch Rossmann. Und das Video mache ich heute zusammen mit der lieben Nancy vom Kanal Mami Seelen. Sie macht ganz, ganz viele Videos über Beauty. Sie hat heute auch einen Drogerie-Haul hochgeladen. Ich werde euch den am Ende des Videos und in der Infobox verlinken. Könnt ihr euch gerne im Anschluss dieses Videos anschauen. In diesem Haul sind es eher mehr Food- und Pflegesachen. Ich habe an dekorativer Kosmetik nur zwei Dinge gekauft. Und zwar ist es einmal ein neues Produkt für meine Augenbrauen. Das ist das Catrice Eyebrow Set. Und es hat einfach zwei Farben drin. Unten kann man das auch noch so ausfahren und dann ist da auch noch so ein kleiner Pinsel drin. Auf der einen Seite zum Ausfüllen und noch zum Durchkämmen und eine Pinzette. Bei mir ist das leider direkt hingefallen und deswegen jetzt kaputt. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Ich benutze es trotzdem weiter und ich finde die helle Farbe wirklich sehr gut für meine Augenbrauen. Ihr habt ja im letzten Video alle gesagt, dass die so dick sind. Manche meinten, dass sie nicht schön sind. Ich habe die wachsen lassen und finde die jetzt momentan schöner als davor, weil ich finde, wenn die zu dünn sind, sieht das einfach unnatürlich aus. Und jetzt gefallen die mir auch von der Form eigentlich ganz gut. Mit der bin ich noch nicht ganz zufrieden. Die finde ich aber schon mal sehr schön von der Form her. Und ansonsten was ganz Simples. Ich habe meine liebste Mascara nachgekauft. Das ist die Maybelline The Rocket Volume Express Mascara in Wasserfest. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, dass ich die immer benutze. Das jetzt schon bestimmt seit über einem Jahr. Ich weiß nicht, ich liebe die über alles. Ich finde, das ist die einzige Mascara, die wirklich nach dem Biegen den Schwung dann auch hält. Ich kann auch gar nicht mehr nicht wasserfeste Mascara benutzen, weil es dann einfach direkt wieder runterfällt wie eine Gardine. Ich habe nämlich Wimpern, die sehr einfach nach vorne gehen. Und deswegen brauche ich immer eine wasserfeste Mascara. Dann geht es weiter zu zwei Sachen von Alverde. Ich habe nicht ganz so viele Alverde-Sachen, aber meine Schwester benutzt immer Selbstbräuner. Und ich finde mich momentan halt einfach sehr, sehr weiß. Möchte mir da ein bisschen weiterhelfen und habe mir da einmal von Alverde die Selbstbräunungslotion gekauft. Und nochmal dieselbe auch fürs Gesicht. Meiner Schwester jedenfalls geben diese Produkte eine sehr schöne Bräune. Und deswegen möchte ich das auch mal ausprobieren. Bisher habe ich das einmal auf meinen Bauch geschmiert über die Nacht. Ich habe da ehrlich gesagt keinen Effekt gemerkt. Aber meine Schwester meinte auch, dass man das öfter benutzen muss. Und irgendwann ist dann auch die Haut mal brauner. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe davor noch niemals Selbstbräuner benutzt. Eine Sache, die bei ihrem Haul niemals fehlen darf, Wattepads. Ich benutze sehr, sehr gerne diese von D-Mark Up. Die sind einfach so groß. Klar gibt es das auch von günstigeren Marken, aber ich finde, die halten einfach sehr gut. Man kann mit diesem Pad halt wirklich das ganze Gesicht sauber machen. Bei kleinen muss ich immer zwei benutzen. Insgesamt sind es dann vier. Und bei dem sind es ja nur zwei. Und außerdem war hier 25% mehr Inhalt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wenn es stimmen sollte, ist sehr cool. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber ich nehme die halt auch mit auf eine Klassenfahrt. Ihr werdet sowieso merken, dass aus diesem Haul viele Sachen für eine Klassenfahrt geeignet sind. Dann habe ich mir eine neue Tagescreme gekauft, weil ich nur noch eine von Soap & Glory habe. Und die ist fast leer. Ich hatte eigentlich überlegt, mich bei Douglas beraten zu lassen. Ich war dann noch einmal im Douglas und habe nur diese abwertenden Blicke von den Verkäuferinnen gesehen. Von wegen, ja, dieses junge Mädchen will sich ja eh nichts kaufen, will klauen. Und ich fand es richtig schlimm. Da bin ich auch echt rausgegangen, habe nichts gekauft und habe mich dann dafür entschieden, was aus der Drogerie zu kaufen. Ich habe mich da jetzt für eine Creme von Garnier entschieden. Die ist neu, wie da drauf steht. Und das ist halt eine Creme aus der Hautklar-Serie. Ist gegen Pickel und auch gegen Glanz. Und die Tube von der Creme sieht einfach so aus. Ganz, ganz schlicht. Finde ich aber sehr schön und ich bin schon sehr gespannt. Ich finde, Garnier ist doch ein bisschen teurer. Diese hat jetzt, glaube ich, so 3-4 Euro gekostet. Ich werde euch das hier auf jeden Fall nochmal hinschreiben. Mein Deo war im Angebot, das heißt, es musste mit. Das ist das Maximum Protection von Rexona. Ich habe das jetzt einfach mal in der Clean-Variante genommen. Ich hatte das auch ein paar Mal in Confident, aber ich finde, in Clean ist das irgendwie nochmal schöner. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Verpackung. Bevor ich mir das Rexona nachgekauft habe, dachte ich mir so, ja, du kannst doch auch locker mal was ohne Aluminium benutzen. Und habe mir dann das aluminiumfreie Deo von Rexona gekauft, was es jetzt auch neu gibt. Ich finde das echt richtig schlecht. Ich würde das niemals weiterempfehlen. Ich werde das im Winter, im nächsten Winter aufbrauchen, wenn man gar nicht schwitzt und man nur friert, dann kann man das benutzen. Aber jetzt, wo es wärmer wird, man Sport macht, da ist das wirklich nichts. Also bei mir hält das nicht den Schweiß weg. Dann habe ich mir Babypuder gekauft und zwar einfach von Penaten. Es gibt ja auch noch Babypuder von der Eigenmarke von Rossmann, aber da war leider kein Deckel dran und ich finde, es ist doch ein bisschen besser mit so einem Deckel. Ich versuche halt echt jetzt meine Haare alle 4 Tage zu waschen und dafür brauche ich Babypuder, damit die frisch bleiben und ich benutze morgens immer nochmal das Batiste Trockenshampoo mit Farbe. Ich würde euch nicht empfehlen, morgens Babypuder aufzutragen, aber abends ist das wirklich sehr, sehr gut und dann habt ihr morgens auch viel frischere Haare als am Abend. Bevor
bevor wir jetzt mit den Miniaturen anfangen, habe ich noch zwei Pakete von Tree Eckle Moon bekommen. Die Marke gibt es ja im DM und zwar gibt es da jetzt Body Peelings. Einmal in der Sorte Strawberry und Ginger. Da ist auf jeden Fall mein Favorit Strawberry. Ich liebe davon die Body Lotion und das ist halt einfach genau derselbe Duft. Ich finde, in der Drogerie gibt es doch eine sehr kleine Auswahl von Peelings. Ich hatte mal so ein Meersalz-Peeling, das war ganz gut. Und ich bin schon mal gespannt, die beiden zu testen. Und dann gibt es Body Sprays. Ich bin nicht der allergrößte Body Spray Fan, aber ich finde, dass das One Ginger Morning Body Spray sehr gut riecht. Das Blueberry finde ich ein bisschen zu würzig. Ich finde, das ist eher sowas für den Herbst und Winter. Ich glaube, es gibt beides eigentlich schon. Wenn nicht, müsste das bald in die Drogerie kommen. Jetzt geht's zu allen Sachen, die ich mir für unsere Klassenfahrt gekauft habe. Und zwar musste da erstmal ein kleines Shampoo mit an sich. Wenn ich jeden Tag die Haare waschen würde, würde ich einfach eine große Tube mitnehmen. Aber weil ich die dort wahrscheinlich nur ein, zwei Mal höchstens dort waschen werde, habe ich mir jetzt einfach von Dove das Oxygen Shampoo gekauft. Das ist für feines, kraftloses Haar. Das hatte ich auch schon mal in groß und ich fand das eigentlich ganz gut. Dann habe ich mir den kleinen Rival de Loup Clean and Care ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner gekauft. Ich benutze ihn immer in groß, um meine Maybelline-Mascara abzubekommen. Deswegen musste der für die Klassenfahrt auf jeden Fall mit. Natürlich Wattestäbchen, da habe ich jetzt so eine Packung hier genommen. Finde ich auch sehr praktisch. Sind 50 Stück, werden sicher welche überbleiben. Und dann als letztes ein Shampoo von Tuft, das Volume Haarspray. Ich finde einfach, so ein bisschen Haarspray muss sein, um morgens einfach so ein bisschen die Haare aufzulockern. Ich würde das gerne Haarspray drauf und einmal so ein bisschen durchgehen. Dann sehen die, finde ich, auch immer ein bisschen frischer, ein bisschen voluminöser aus. Und als letztes, wenn ihr in einer Großstadt seid, dort aufs Klo möchtet oder generell was esst, dann ist es sehr, sehr wichtig, vorher Desinfektionsgel zu benutzen. Und deswegen habe ich mir von der DM-Eigenmarke hier einmal das Hygienespray gekauft. Das kann man auch einfach so auf die Hände dann sprühen. Oder was sehr praktisch ist, auf Klos. Einmal so über den Klos ran. Dasselbe hier mit den SOS-Desinfektionstüchern. Das ist ja noch praktischer für die Hände. Und deswegen habe ich mir die beiden Sachen mehr mitgenommen. Ich finde auch, zu Hause sollte man mehr auf Hygiene achten. Und auch mal so Spiegel kann man doch auch eigentlich mal mit so Desinfektionsgel absprühen, weil auch wenn man das hier so abwischt, dann bleiben ja trotzdem eigentlich Viren und sowas da so dran. Also ich wollte mir auch eigentlich so ein riesen Spray-Dings kaufen für mein Zimmer und dann einfach alles mit diesem Desinfektionsgel vollsprühen. Aber dann meinte meine Schwester, dass das ja nicht geht. Dann war ich sehr traurig. Los geht's zu den Snacks. Ich habe sehr, sehr coole Ideen, was ihr mitnehmen könnt auf Fahrten, wenn alle Chips essen und ihr einfach mal eine gesunde Variante haben wollt, aber trotzdem nicht auf Essen verzichten möchtet. Einmal von der Eigenmarke von Rossmann Baby Dream. Das sind die Bio-Mango-Reiswaffeln. Es gibt ja auch so welche von Hip. Ich finde, die schmecken jetzt nicht ganz so stark nach Mango, aber sind trotzdem sehr lecker. Generell mag ich halt Reiswaffeln sehr gerne. Dann von Enna Bio die Dinkel-Sesam-Cracker. Das sind einfach so Cracker aus Dinkel-Vollkornmehl. Und ansonsten sind die Inhaltsstoffe auch sehr übersichtlich, was ich sehr gut finde. Und alle Snacks, die ich euch zeige, sind auch vegan, soweit ich weiß. Dann habe ich zwei Riegel von Enna Bio. Einmal der Erdnuss-Krokant-Riegel. Das ist jetzt definitiv nicht der gesündeste, weil halt trotzdem so ein Sirup drin ist. Das ist jetzt eigentlich nicht so der riesige Unterschied zu normalem Zucker, aber ich mag halt diesen Riegel sehr gerne. Und dann nochmal den Cranberry-Knusper-Riegel. Daraus gibt es ja auch diese Cliff-Bars und da habe ich mir eine in dem Geschmack Chocolate Almond Fudge mitgenommen und meine Schwester meinte halt, dass das wie Nutella schmeckt. Ich habe auch schon einmal abgebissen und ich muss sagen, dass er auf jeden Fall gut schmeckt. Den gibt es auch noch in einem Geschmack mit Peanut Butter, in dem der wirklich sehr, sehr lecker ist. Noch zwei Sachen aus der Babyabteilung. Ihr merkt, die Babyabteilung hat einfach immer schön sehr übersichtliche Inhaltsstoffe und meistens kein Zucker, weil für Babys ist ja Zucker nicht so gut und deswegen habe ich mir da einmal diese Bio-Früchtchen mitgenommen. Die bestehen wirklich aus 100% Frucht und zwar aus Erdbeere und Apfel und ansonsten ist da auch noch ein bisschen Kirsche und Johannisbeere drin und das schmeckt wirklich wie Gummibärchen, nur noch besser. Also ich sag euch, die schmecken richtig gut, sind auch teuer, für 25 Gramm 1 Euro. Aber halt gerade als Vegetarier, wenn man versucht, keine Gelatine zu essen, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Ersatz. Und dann nehme ich mir noch sehr gerne auch für die Schule diese pürierten Biofrüchte mit. Und das sind einfach so Tuben, wie ihr hier sehen könnt. Und die sind halt auch ohne Zucker. Einmal in dem Geschmack Mango, Birne, Maracuja und einmal Apfel und Erdbeere. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie die schmecken. Die beiden hatte ich bisher noch nie, sondern nur andere Geschmäcker. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und wenn es das getan hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen hoch hinterlassen, Feedback in die Kommentare und Drogerietipps. Also schreibt mir eure liebsten Dinge in die Kommentare, welche ich mir mal anschauen sollte.
Und ich werde euch jetzt hier das Video von der lieben Mami Seelen verlinken. Schaut euch gerne ihren Drogerie-Haul an. Klickt da drauf, ansonsten ist es auch verlinkt für alle Handynutzer in der Infobox. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Tschüss!